Die Sühne der Kaffara, darf man sie schon vorher machen? Oder erst, wenn man den Schwur gebrochen hat? Nehmen wir mal an, ein Beispiel. Jemand schwört, der sagt, Wallahi, la ukallimuka abada. Ich schwöre, ich werde mit dir niemals sprechen. Und dann fällt ihnen aber ein, dass diese Handlung eine möglicherweise eine nicht erwünschte Handlung ist, tamam? Und er denkt sich, gut, ich möchte das nicht so machen. Bevor er mit ihm spricht, kann er die Kafara leisten oder muss, sagen wir, er muss wirklich erstmal den Schwur brechen und dann die Kafara leisten? Yani, die Ahlul Ilm erwähnen hier ein Prinzip, das besagt, wenn die Ursache einer Handlung gegeben ist, wenn die Ursache gegeben ist, kann die Folge sozusagen der Handlung vorgezogen werden, selbst bevor sie tatsächlich umgesetzt wird. Ein Beispiel hierfür, ein anderes Beispiel. Also in diesem konkreten Fall wäre es erlaubt, dass man die Sühneleistung seines Schwures vor dem Brechen des Schwures begleicht. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Noch einen Schritt zurück. Ich habe noch gar nicht geschworen, aber ich habe die Absicht. Mag vielleicht ja nie sinnlos sein, aber nur so hypothetisches Beispiel. Ich habe vor, etwas zu schwören und habe vor, diesen Schwur dann zu brechen, habe aber noch nichts davon gemacht. Kann ich schon im Voraus die Kafara sagen, die Kafara leisten, die Sühne? Das geht nicht, weil die Ursache der Sühne ist ja noch gar nicht gegeben, nämlich der Schwur. Der Schwur ist sozusagen der Sebab Wujub al-Kafara. Ähnlich ist es bei der Zakat. Darf ich die Zakat zahlen, obwohl ich das Mindestmaß des Vermögens noch gar nicht habe? Den Nisab sozusagen. Aber jetzt eine andere Situation. Nehmen wir an, ich habe das Mindestmaß, aber es ist noch nicht ein Jahr, also es hat sich noch nicht verjährt. Tamam? Ich habe es 3 Monate, diese Mindestsumme oder dieser Mindestwert, den habe ich jetzt 3 Monate. Wir wissen ja, eine Bedingung für die Pflicht, damit es auch verpflichtend wird, die Zakat auszuzahlen, ist, dass ich dieses Mindestmaß über die Grenze, also nicht, dass ich unterschreite es nicht, mindestens ein Jahr lang. Es wird nicht unterschritten. Mindestens ein Jahr. Darf ich die Zakat trotzdem zahlen? Nein, ich darf die Zakat zahlen, denn der Sebab, also die Ursache der Zakat-Pflicht besteht und das ist der Nisab. Tamam?